Was geht, meine lieben Fußballfreunde? Ich hoffe, euch geht es gut. Heute geht es für mich mit dem Schal bepackt und bei bestem Fußballwetter nach Frankfurt in den Deutsche Bank Park. Es steht mal wieder an, das Rhein-Main-Duell. Ein Spiel, auf welches ich mich wirklich immer übertrieben freue. Es wird unfassbar spannend. Es geht um Europa, es geht um die 3 Punkte. Nach 2 Niederlagen in Folge hoffe ich, dass es heute mal wieder klappt. Mit 4000 Mainzern im Rücken geben wir Vollgas, wir geben alles. Heute werden die Punkte geholt. Neuer Stadionvlog, Auswärtsspiel. Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Angekommen am Stadion, gerade eben noch das gute Wetter gelobt und jetzt hat es einfach übertrieben angefangen zu regnen. Deswegen habe ich mich jetzt hier hinter so einem Waldstück verzogen, weil hier hat man auch so ein bisschen seine Ruhe und hier werde ich auch nicht so nass vom Regen. Ja, es steht an, das Rhein-Main-Duell. Ich meine, das ist das Nachbarschaftsduell der Mainzer der letzten Jahre, weil so viele Mannschaften in der Gegend hat man gar nicht, die Bundesliga spielen. Und ja, viele sagen ja auch, es ist ein Derby. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, eure Meinung. Wie seht ihr das? Ist es für euch ein Derby? Ist es für euch einfach nur ein Nachbarschaftsduell? Ich habe schon ganz oft in meinen Videos gesagt, für mich ist es einfach nur ein Nachbarschaftsduell. Aber man merkt halt trotzdem, dadurch, dass es halt so nah ist, ich meine, ich habe jetzt eine halbe Stunde hierhin gebraucht, dass ja von den beiden Fanlagern schon so eine gewisse Feurigkeit drin ist. Das heißt, ich hoffe, man sieht das Feuer heute auf dem Platz. Ich meine, wir reisen hier mit über 4000 Mainzern an. Das soll ja schon was heißen. Ich meine, da sieht man ja auch, was heute hier für ein Duell ansteht. Es ist ein Duell um die Europa League Plätze Mainz noch vor Frankfurt, weil Frankfurt die letzten Spiele in der Bundesliga ja nicht so gut performt hat, aber auch die Mainzer mit 2 Niederlagen im Rücken. Das heißt, ja, es wird heute ein sehr, sehr offenes Spiel. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr offener Schlagabtausch. Was es am Ende wird, werden wir nach 90 Minuten sehen. So ein bisschen gefühlt ist es für mich die letzte Hoffnung auf Europa. Wenn wir heute nicht gewinnen, dann können wir das Thema, glaube ich, abhaken. Ja, ich hoffe einfach, dass die Mannschaft einfach auf den Pushen kommt. Diese 2 Spiele aus dem Kopf raus. Ich meine, gegen Schalke war es unheimlich bitter, wenn ihr das Video nicht gesehen habt. Das war ein unfassbar krasses Spiel, dann schaut es euch gerne an. Und ich hoffe, dass es heute einfach ein bisschen anders da läuft, dass man die Kulisse mitnimmt. Ich meine, Deutscher Bankpark ist ein super geiles Stadion. Auch als Mainzer muss ich das sagen. 51.000 Zuschauer passen rein. Die wollen ja auch bald ausbauen. Ist ein wirklich super, super geiles Stadion. Macht sehr, sehr Spaß, mal da zu sein. Ist ein schönes Stadion. Deswegen freue ich mich auch gleich jetzt, mich auf den Weg zu machen. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Mainzer die Niederlagen, wie gesagt, aus dem Ärmel schütten und jetzt heute Gas geben. Alle Mann. Wir sind personalmäßig ein bisschen geschwächt. Dazu später in der Arena mehr. Da mache ich mich jetzt auch hin. Hole mir jetzt noch ein kaltes Bier trotz Regen. Brauche ich jetzt ein Bier und vor allem eine Bratwurst. Deswegen mache ich mich jetzt mal auf den Weg und es fängt übertrieben an zu regnen. Es ist gerade nicht so geil. Wir haben es reingeschafft durch die Kontrolle und ich bin so heiß gerade in dieses Stadion zu gehen. Es ist so geil. Ich habe so Bock auf dieses Spiel. Unglaublich. Eine Sache muss man ja Frankfurt lassen. Also hier gibt es so unfassbar viel zu essen. Für Leib und Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Also hier sind ja so viele verschiedene Sachen. Burger, Brezeln, hier Hot Dogs. Da vorne gibt es geistkrank. Also übertrieben vielfältig. Feiere ich auf jeden Fall, dass hier so viel angeboten wird. Tiger, der Junge fährt über 5 Stunden nur, um die Mainzer zu sehen. Sicher. So gehört sich das, so gehört sich das. Ich hoffe, wenigstens sitzt der Tipp heute. Ja. Nicht so wie gegen Leipzig. Soll ich ganz spontan? Ja, ja, mach ich ganz spontan. Ich habe Mainz 6-mal auswärts gesehen. Ja. 6 Siege. Also heute kommt der 7. Muss. Ergebnis? 2-0. 2-0, ja. Hoffen wir mal, dass es nicht so wird wie gegen Leipzig, ne? Geisteskranke Plätze. Wir haben ja einen perfekten Blick auf die Kurve und es ist alles voller Mainz. Es ist so geil, die Stimmung ist so geisteskrank. Ich freue mich so geisteskrank aufs Spiel. Frankfurter sind noch nicht ganz da, obwohl wir eine Stunde Fahrtweg haben. Ist ja relativ ungewöhnlich. Ich freue mich so aufs Spiel. Ich hoffe einfach, dass
Ja, ich hoffe einfach, dass Mainz so lange wie möglich die Null hält und vielleicht dann in der ersten Halbzeit schon ein, zwei Tore macht, damit wir in der zweiten Halbzeit schön entspannt ein geiles Spiel erleben können. Wer die Tore macht, wahrscheinlich Ajor. Onisiko bin ich mir nicht so sicher. Der hatte auch ein kleines Formtief ein bisschen. Ingwadsen, eigentlich bombt nur Ajor. Aber wie gesagt, kadermäßig sind wir sowieso ein bisschen angeschlagen. Barriero 5 gelbe Karten. Dominik Kort 10 gelbe Karten, das heißt, die fehlt auf jeden Fall definitiv. Also es sind ja wirklich zwei richtig wichtige Spieler, wenn nicht sogar die wichtigsten der letzten Wochen, vor allem Barriero. Bin mal gespannt, wie sie das aufstellungsmäßig wie Bodas kompensiert. Und dann dann schauen wir mal, wie Bodas kompensiert, aber der kriegt das schon hin. Wir haben ja auch einen Start. Vielleicht spielt dann Lee auch irgendwie ein bisschen defensiver. Mal sehen, die Aufstellung ist noch nicht draußen. Wir schauen dann mal und dann hoffentlich ein geiles Spiel. Hoffentlich ein geiles Spiel, Alter. Auch ohne Barriero. Barriero und Chor, klar wichtig, aber wir werden auch ohne die heute hier siegen. Mit der Unterstützung müssen wir heute die Punkte holen. Mannschaftsaufstellungen sind draußen. Es kommt, wie erwartet, wie ich es gesagt habe, Lee und Stach kommen rein. Wird wahrscheinlich ein bisschen offensiver. Kannst Fernandes ja auch noch auf die 6 ziehen. Aber ich bin großer Freund von Stach. Ich sag's euch ehrlich. Ich bin ein richtig großer Freund von Stach. Ich finde, der spielt eigentlich auch die letzten Spiele immer gut gespielt, auch wenn er eingewechselt worden ist. Der hat ja mal ein paar Spiele von Anfang an gemacht. Ich finde, wenn man mal auf die letzte Saison schaut, beziehungsweise den Kader vergleicht mit der letzten Saison, ist es schon krass, wie gut wir in der Breite aufgestellt sind. Ich meine, Barriero, Chor, so wichtige Spieler und wir können die so gut kompensieren, das ist schon richtig, richtig stark. Also da muss man auch schon mal Props sagen an die Kaderplanung, die ist nämlich wirklich richtig gut gelaufen. Ich mache mir heute, was die Aufstellung angeht, eigentlich keine Sorgen, dass wir hier heute untergehen oder sowas oder verlieren. Wie gesagt, mein Tipp, den gibt es dann erst, wenn die Brille auf ist, ihr kennt es. Ich bin jetzt immer ein bisschen durchs Stadion gelaufen und wir sind ja hier im Auswärtsbereich und es ist so krass, wie viele Mannschaften hier schon waren. Überall an den sitzen hier, hängen halt so Sticker von den Gastmannschaften, West Ham, Chelsea, Antwerpen. Also es ist schon sehr, sehr krass, wer hier alles da war. Also man merkt, hier ist auf jeden Fall, dieses Stadion hat internationalen Flair und ich hoffe, dass unsere MEWA Arena in der nächsten Saison natürlich auch internationalen Flair hat. Aber dafür müssen wir heute hier gewinnen, weil ich glaube, wenn wir heute hier nicht gewinnen, dann können wir, glaube ich, Europa abhaken. So hart das klingt, weil Stuttgart nächste Woche wird unfassbar schwierig, am Ende der Saison gegen Abstiegskandidaten zu spielen, immer sehr undankbar. Deswegen muss heute schon gewonnen werden. Ich bin guter Ding, Leute. Ich bin wirklich guter Ding. Wollte ich mir vor dem Spiel einfach mal was zu essen kaufen. Ey, ich weiß nicht, ob die Frankfurter das so nachvollziehen können, aber die Preise in deutschen Fußballstadien für Essen sind schon frech. Alter, 6 Euro für eine Brezel hier oben, krank. Wirklich krank. Also, ich glaube, da könnt ihr alle plus eins in die Kommentare schreiben. Absolut freche Preise mittlerweile im Fußball. Hier kann man kaum noch was trinken und was zu essen sich holen, Alter. Nicht normal. Wisst, was es heißt. Es wird Zeit für meinen Spieltagstipp. Ich wurde heute schon so oft gefragt, was ich denn tippe oder wie der Spielverlauf, was ich denn glaube, wie der Spielverlauf ist. Ich glaube, wir können es wirklich lange, ich glaube, es wird lange ausgeglichen sein, aber am Ende werden die Mainzer hier 2-1 gewinnen. Doppelpack Ajok. Das ist meine Prediction. Also Spieltagstipp 2-1. Ich bin heiß. Die Spieler sind es sicherlich und mit der Kulisse wirken auf jeden Fall auch. Und hoffentlich wird es ein richtig geiles Erlebnis, richtig geiler Tag und ein richtig geiler Sieg. Come on, Jungs. Komm, bitte.
äußerst bitter. Elfmeter für Frankfurt. Er kam auch, glaube ich, zu spät, muss man so sagen. Schiedsrichter war sich auch richtig schnell sicher, dass es ein Elfer ist. Kommt, Sender! Ich bin mittlerweile in Mainz schon wieder angekommen, habe mir ein bisschen in der Bahn den Kopf über das Spiel gemacht, will gar nicht so viel sagen, meine Stimme ist schon wieder da. Ich habe heute echt geisteskrank Gas gegeben im Stadion, wie glaube ich alle, die da waren. Wir haben alles gegeben für diesen Verein, aber das reicht anscheinend nicht aus, weil am Ende müssen natürlich die Spieler das auf dem Feld bringen. Und das war heute eine unfassbar peinliche Leistung. Das war noch schlechter als gegen
Wolfsburg, also Katastrophe von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, was die Mannschaft sich in den letzten Wochen denkt, aber das war heute nicht ehrenwert. Also wirklich nicht, auf jeden Fall nicht. Ich meine, ihr könnt da in die Kommentare schreiben, ob ihr das geil fandet, was die Mainzer heute gemacht haben. Eure Meinung zum Spiel würde mich echt mal interessieren. Vielleicht bin ich ja auch einfach ein bisschen geblendet, weil ich im Stadion war. Vielleicht sah es vom Fernseher oder so noch anders da aus. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Mehr will ich zum Spiel gar nicht sagen. Ich will gar nichts sagen. Ich bin enttäuscht, wirklich enttäuscht. Mein Wochenende geht natürlich trotzdem weiter. Gestern Hansa Rostock gegen Sandhausen mir angeschaut in Sandhausen. Unfassbar geisteskrank, was da auf dem Video abging. Also wirklich GG an euch, dass ihr auch solche Vlogs feiert und nicht nur Mainz Videos. Schaut ihn euch gerne an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Heute, wie gesagt, Mainz und morgen bin ich dann beim VfB Stuttgart gegen Leverkusen am Start. Da gibt es natürlich auch ein Video. Wenn ihr diese ganzen Videos, drei Tage, drei Videos, drei Stadien, drei verschiedene Spiele, alles nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst auch kein Video mehr. Und ganz wichtig, Daumen nach oben auf diesem Video da lassen. Ihr supportet mich damit kostenlos und ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fein. Ich verabschiede mich, wir sehen uns dann morgen in Stuttgart. Es geht einfach nahtlos weiter und ja, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, je nachdem, wann das Video rauskommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.